Alex Papier, hallo ihr alle, wieder mit einem Kai, einem kurzen Ermutigungsimpuls. Nun, vielleicht fragst du dich aber auch, zumindest am Anfang, was ist da dran denn ermutigend? Bleib dran, also hör dir nicht nur die Bibelstelle an, sondern das, was ich dazu auch zu sagen habe, okay? Ein Römerbrief steht im Kapitel 5, Abvers 3. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, sollen wir uns freuen. Wow! Dann heißt es weiter, denn, das Denn ist sehr wichtig, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Nun, da muss ich ehrlich gestehen und zugeben, dass geduldig zu werden nicht unbedingt so ein riesiger Anreiz für mich wäre, mich zu freuen, wenn ich Sorgen und Probleme erlebe. Wie geht's dir damit? Also Geduld ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Eigenschaft, wo ich denke, oh, ich will die jetzt unbedingt mehr haben. Aber auch hier geht's weiter. Geduld aber macht uns innerlich stark. Aha, das ist schon eine ganz andere Nummer. Ja? Und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung. Also Leute, wenn ich eins sein will, dann innerlich stark. Und wenn ich innerlich stark bin, bin ich so voller Hoffnung. Ja, und diese Hoffnung, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Also dieser Bibelabschnitt insgesamt ist etwas, was ich unbedingt will. Ich will nicht so hin und her geworfen werden von den Alltagsallüren, die man so erlebt, sondern innerlich tatsächlich gefestigt, stark, gegründet sein. Und ich will auch, wenn ich Dinge noch nicht sehe, trotzdem voller Hoffnung und Zuversicht sein. Ja, und das lernen wir dann, wenn wir Probleme haben, Sorgen haben, uns darüber freuen oder darin freuen, nicht unbedingt darüber, aber darin freuen. So wächst Geduld. Und aus dieser Geduld heraus werden wir tatsächlich innerlich stark. Wir werden aus dieser innerlichen Stärke heraus eine Hoffnung schöpfen, auch in den menschlich gesehen hoffnungslosesten Situationen. Und da drin, in dieser Hoffnung, werden wir nicht enttäuscht werden. Das heißt, dass Gott kommt, dass er für uns streitet und dass wir die Sorgen und Probleme tatsächlich bewältigen werden. Ist das nicht doch ermutigend, oder? Tschüss!